So, hallo. Heute habe ich hier Frau Professorin Karin Kaiser. Schön, dass Sie hergekommen sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Kurz zur Vorstellung. Die Liste ist relativ lang. Ich muss sie schon ablesen. Also, nachdem Sie Ihre Berufsexamina als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin gemacht haben, wurden Sie nach einer gewissen Zeit Prokuristin bei PwC, waren dann Professorin an der FH Kiel und der Hochschule Niederrhein, haben Ihre eigene Kanzlei als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, sind ehrenamtlich engagiert in der Berufspolitik, im Beirat der Wirtschaftsprüferkammer, waren auch schon Bundestagskandidatin in der vorletzten Legislaturperiode und Sie sind deswegen damals angetreten und deswegen ist das jetzt auch Ihr weiteres Thema, das Thema Tod des Rechtsstaats. In diesem Fall oder im heutigen Fall geht es darum, dass es um die Wahlprüfung geht oder ja doch, um die Wahlprüfung geht. Grundsätzlich hat man die Frage, was jetzt, ist das? Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt unterbreche. Es ist nicht Wahlprüfung, sondern es ist die Wahlbeobachtung. So, und deswegen ist sie Professorin und ich nicht. Ja? Also, es geht um die Wahlbeobachtung. Und das ist jetzt erstmal die Frage, weswegen sollte das wichtig sein? Ja, also wir alle wissen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger wählen dürfen und dass wir geheim wählen. Aber nachdem wir unser Wahlkreuz gesetzt haben, müssen ja die Wahlzettel ausgezählt werden. Und dieser Vorgang der Auszählung der Wahlzettel, das muss beobachtet werden können durch jedermann, jede Frau, die sich dafür interessiert. Und das ist Wahlbeobachtung. Das ist also dieses Ding, was in anderen Staaten, sage ich mal, mit etwas anderer Regierungsstruktur gerne mal unter den Tisch fällt, wo dann eben diese Kästen abgeholt werden und irgendwo anders wieder auftauchen und überraschenderweise hat dann der örtliche Machthaber 99% der Stimmen bekommen. Also deswegen braucht man eben diese Wahlbeobachtung, ja? Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Das ist ein großes Problem, wenn die Abläufe nicht transparent sind, dass also nicht unabhängige Dritte, Bürgerinnen und Bürger, diese Abläufe beobachten können. So, und das heißt, wenn jetzt nach 18 Uhr die Auszählung der Stimmzettel beginnt, dann darf ich mich als Wahlbeobachter wohin stellen oder was darf ich denn überhaupt? Ja, Wahlbeobachter haben dann die Möglichkeit, die unmittelbare Auszählung der Wahlzettel beobachten zu können. Also wir haben ja verschiedene Parteien, die gewählt werden können. Die Menschen setzen ihre Kreuze bei unterschiedlichen Parteien. Und jeder dieser Parteien muss dann der Stimmzettel zugeordnet werden, der auch sein Wahlkreuz trägt. Das heißt, es bringt nichts, die Leute an das andere Ende des Raums zu setzen, sondern man muss sehen, aber man muss das einzelne Kreuz erkennen können. Ist das richtig? Ja, genau. Das haben Sie also sehr treffend beschrieben. Wenn ich den Wahlraum nur in Gänze sehe, also am anderen Ende des Raumes sitze, kann ich leider nicht auf die Auszählungszettel gucken und auf die Wahltische gucken. Und damit habe ich genau diese Beobachtung nicht gegeben. Also ich muss die Möglichkeit haben, dass ich direkt um die Auszählungstische herumgehen kann und faktisch den Wahlhelfern auch über die Schulter gucken kann. Und sonst würden Sie nicht hier sitzen. Das funktioniert jetzt nicht so richtig. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Hier in Heikendorf habe ich dort erhebliche Probleme gehabt mit der Amtsdirektorin Juliane Bohrer, die mir genau dieses verwehrt hat. Haben Sie eine Ahnung, weswegen? Also das erschließt sich für mich überhaupt nicht. Die Problematik haben wir bereits gehabt bei der letzten Bundestagswahl, bei der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein und bei der letzten Kommunalwahl. Und es ging immer wieder um dasselbe Thema. Das heißt, dass ich nach Auffassung der Amtsdirektorin nicht an die Wahltische herantreten und in Ruhe darum herumgehen durfte. Sie vertrat immer die Auffassung, es reicht, wenn ich den Auszählungsraum in Gänze sehen würde. Das wäre also ungefähr so, wie wenn ich von hier aus beobachten würde, wie jemand am anderen Ende des Raumes einen Text schreiben würde,
ohne zu sehen, was er denn da so tut. Ist völlig richtig, was Sie sagen. Man sieht dann lediglich die Person, man sieht die Zettel, die die Person in der Hand hat, aber man hat eben nicht die Beobachtung, ob der Zettel mit dem Wahlkreuz der CDU auch auf den CDU-Stapel gelegt wird oder ob der Zettel von der AfD vielleicht eher auf den Stapel von den Grünen gelegt wird. Genau dieses hat man nicht. Wobei ich da jetzt noch... Das kann ja nie passieren. Ja, also Irren ist menschlich. Ich will in dem Zusammenhang den Menschen, die dort ehrenamtlich ihre Wahlhelfertätigkeiten verrichten, auch gar nichts Negatives unterstellen. Aber es muss möglich sein, dass ich im Rahmen der Beobachtung das einfach sehen kann. Und das haben Sie sich nicht gefallen lassen? Genau, also das habe ich mir nicht gefallen lassen. Ich habe also sehr deutlich darum gebeten, dass ich an die Tische herantreten darf. Ich habe auch einen Auszug aus dem Lehrvideo der Bundeswahlhelfer. Was wir an dieser Stelle einblenden. Genau. Und im Rahmen dieses Lehrvideos sieht man sehr deutlich, wie die Wahlbeobachter an den Tischen stehen, dass sie eben auch auf die Wahlkreuze drauf gucken können. Und trotzdem ich genau diesen Auszug der Amtsdirektorin hier vom Amt Schrevenborn vorgelegt habe, hat sie mir das nicht gestattet. Das heißt, jetzt klagen Sie? Genau, dann an dem Abend konnte ich dann nichts weiter bewirken. Das musste ich dann so alles über mich ergehen lassen. Ich war übrigens auch nicht alleine. Es waren auch noch zwei andere Wahlbeobachter da. Vielleicht auch ein Hinweis, den man den anderen Interessierten, die es vielleicht auch machen wollen, hingeben sollte. Man ist, auf sollte jeden nicht Fall. Alleine dahin. Genau, man sollte nicht alleine hingehen, es sollten auch noch mehrere da sein und damit ist auch die Sensibilisierung für die demokratischen Abläufe noch viel besser. Also das heißt, Sie klagen jetzt? Was ist denn jetzt der Vorgang? Genau, also der Vorgang war, dass die Auszählung durchgeführt worden ist, ohne dass ich richtig beobachten konnte. Dann habe ich die Anfechtung dieser Wahl in dem Wahllokal erklärt. Und dann hat der Wahlprüfungsausschuss im Kreistag Plön darüber entschieden und der Kreistag Plön auch. Und leider hat der Kreistag Plön meine Anfechtung abgelehnt. Und nachdem ich die Ablehnung bekommen habe, habe ich die Klage erhoben. Ich habe mir dort jetzt wirklich viel Arbeit gemacht, um den juristischen Weg zu beschreiten, weil das eben ein sehr wesentliches Recht für unsere demokratischen Abläufe ist. Nun sind Sie als Professorin ja gewohnt, Papier schwarz zu machen. Das kann man jetzt vom Durchschnitt jetzt nicht erwarten. Welchen Rat würden Sie denn Leuten geben, die eben einen etwas unbürokratischeren Weg wählen wollen? Ja, eine sehr gute Idee ist auch, dass man sich selber als Wahlhelferin, als Wahlhelfer zur Verfügung stellt. Die Gemeinden suchen in der Regel Ehrenamtliche, die das machen. Das ist auch nicht völlig umsonst, sondern man lernt eine ganze Menge dabei und man bekommt in der Regel ein kleines Erfrischungsgeld, vielleicht so 30, 40, 50 Euro, je nachdem, was die Gemeinde entscheidet. In der Regel gibt es auch eine kleine Verköstigung und man ist meistens auch in einem netten Team zusammen und hat dann die Möglichkeit, unmittelbar die Wahlzettel selbst auszuzählen. Ja, dann würde ich sagen, ist das ein guter Hinweis an die Hörer. Sobald das Urteil angekommen ist, hören wir uns wieder an dieser Stelle. Und ich bedanke mich. Ja, ich bedanke mich auch. Ganz herzlichen Dank, Herr Niemeyer. Tschüss. Tschüss.